Hey Leute, Thema Salz. Ich rede so oft mit Leuten über Salz und muss ihnen so oft so viele Sachen über Salz erklären, dann habe ich mich einfach entschieden, ich mache jetzt schnell ein Video dazu. Um anzufangen, erstmal Salz ist ein Mineralstoff, Speisesalz, der besteht aus Natriumchlorid, das bedeutet einfach positiv geladene Natriumionen und negativ geladene Chlorionen. Dein Natriumchlorid. Gut. Und jetzt die Sache ist, wieso sagen wir immer Leute, die Fitness machen, die Natural Bodybuilding machen, die Bodybuilding machen und so weiter. Wieso sagen wir immer Leute, Finger weg von dem Salz? Und wieso sagen auch immer Ärzte, Finger weg von dem Salz? Also, der Tagesbedarf eines Menschen liegt in der Regel zwischen 3 und 6 Gramm, um die physiologischen Prozesse anzutreiben bzw. erst zu ermöglichen. Das bedeutet, jemand, der 3 bis 6 Gramm Salz am Tag isst, der hat quasi seinen Tagesbedarf gedeckt. Und wie kommt dieser Tagesbedarf? Kommt zustande dadurch, dass eben der Körper braucht durch erstmal das Nervensystem. Die Nerven, das habt ihr vielleicht gelernt irgendwo in der Schule mal, ich weiß nicht. Oder wenn ihr mal ein bisschen da guckt, in Richtung Biologie wird das oft erwähnt, zur Weiterleitung. Bei den Menschen handelt es sich ja um die saltatorische Nervenübertragung und da sind einfach nur verschiedene quasi Kaskaden von Natriumionen notwendig, damit dann Ionenkanäle geöffnet werden und da dann eben quasi, ihr wisst ja, es wird ja immer ein Strom erzeugt und der wird ja dadurch erzeugt, dass eben diese Ladungsdiskrepanzen entstehen. Dass zum Beispiel das Zellinnere dann, das normalerweise immer negativ ist, negativ geladen ist, die Zelle ist immer leicht depolarisiert, ja. Und eben einfach nur das umgedreht wird und damit dann der Strom halt weitergeleitet werden kann. Ich will jetzt euch nicht zu sehr malträtieren und da ist Natrium wichtig. Natrium kann nicht durch die Zellen diffundieren, weil Natrium ein großes Molekül ist. Diffundieren bedeutet durch die Zelle hindurch. Denn die Zellen haben immer eine Membran und da kann meist Wasser durch. Okay, und jetzt um auf den Punkt zu kommen, wieso dürft ihr das nicht? Das Natrium kommt nur durch diese Ionenkanäle raus und rein. Anders wird das eben geregelt über den Wasserhaushalt der Zelle. Das bedeutet, Natrium hat auch einen sehr wichtigen, ist auch sehr wichtig für den Wasserhaushalt der Zelle. Das bedeutet, wenn jemand viel Kalium ist positiv geladen, kann aber auch hin und her diffundieren, weil es ein kleines Molekül ist, ein kleines Atom ist. Kalium hingegen ist positiv geladen. Zum Beispiel jemand wie Karl, der sehr viel Kalium isst durch seine Kartoffeldiät im Moment, der muss ein bisschen mehr Natrium zu sich nehmen, damit der Wasserhaushalt der Zelle wieder ausgeglichen ist. Denn das Wasser, das fließt hinein und raus, je nachdem, welcher osmotische Druck herrscht. Da tun dann die Zellen, also ihr habt dann in der Zelle drin zum Beispiel, habt ihr ganz viel Wasser und ihr habt da auch jetzt Natrium drin. Wenn da Natrium drin ist in der Zelle und außen kaum Natrium, dann zieht die Zelle ganz viel Wasser, damit eben immer Ziel ist, quasi, ihr könnt es euch vorstellen, wie ihr habt hier zwischendurch ist eine Säule, hier ist eine Säule und hier ist ein Fluss. Ziel ist, dass beide denselben Wasserstand haben. Wenn hier eben dieser Wasserstand herrscht und hier dieser hier, dann fließt da aus von hier, fließt dann hier Wasser rein, damit das dann nicht so ist, okay? Bei der Zelle ist es dann eben so, dass es sich hierum nicht um Wasser handelt, sondern Wasser nur diesen Gleichgewichtszustand herbeiführt. Hier handelt es sich eigentlich um zum Beispiel die Natriumionen. Die Natrium-Plus-Ionen. Die sind jetzt in der Zelle drin. Es gibt ganz viel Natrium-Plus. Und hier gibt es draußen ganz wenig Natrium. Da muss ganz viel Wasser rein, damit hier die Konzentration geringer ist. Damit sich das dann verteilt. Und wenn sich dieses Wasser eben einlagert in diesen extrazellulären Raum, das bedeutet in diesen zwischenzellulären Raum, okay, wenn draußen dann ganz viel Natrium ist, dann fließt das Wasser aus der Zelle da rein. Und das ist dann, wieso ihr dann so ausgetrocknet seid, wenn ihr ganz viel Salz esst und wieso ihr dann durstig seid, das
wird dann rausgezogen. Das sagen Biologen, sollte man nicht sagen, dass Wasser entzogen wird, aber das Wasser wird jetzt, also ein Laie kann das schon sagen, ist jetzt wissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber das Wasser wird quasi rausgezogen. Das Wasser diffundiert, also das Wasser geht raus, weil das Natrium nicht rein diffundieren kann, um eben diesen Konzentrationsausgleich zu ermöglichen. Das nennt sich osmotischer Druck, den das Natrium ausübt. Dieser Prozess heißt halt auch Osmose. Und dadurch erscheint der Muskel gequollen, das Gesicht auch. Wenn Leute sagen, hey, manche Leute haben so markante Gesichtszüge und so, man sieht die Knochen, alles so schön und bla bla bla. Das ist bei manchen Leuten haben ein gequollenes Gesicht, weil sie viel Salz essen. Oder man sieht die Bizepsader bei manchen Leuten nicht, weil sie viel Salz essen. Der Muskel sieht so geschwollen aus, nicht geschwollen, aber so schwammig, wässrig, nicht fest, wackelig wie Pudding eben, wegen dem Salz. Salz ist ein wichtiges Mineral, das möchte ich nicht abstreiten, aber heutzutage, vor allem in unseren Breiten, wird Salz missbraucht. Es wird viel zu sehr, viel zu oft benutzt und die maximale Menge, die man zu sich nehmen sollte am Tag, ist zwischen 16 und 20 Gramm. Und Salz. Wenn auf einem Lebensmittel zum Beispiel steht, auf Schinken hat immer 0,9 Gramm Natrium. Und 1 Gramm Natrium entspricht 2,5 Gramm Salz. Das ist schon viel auf 100 Gramm. Also das ist ziemlich viel. Das heißt, auf 100 Gramm sind es, eine Schinkenpackung hat 200 Gramm. Dann haben wir dann 5 Gramm Natrium. Das ist eigentlich der normale Tagesbedarf, der empfohlene. Wenn jemand trainiert, dann schwitzt er auch. Sprich, über den Schweiß ist auch wichtig. Da ist ja salzig. Da verliert er Salz. Das heißt, wenn jemand trainiert, dann kann er noch ein bisschen, nach ganz wenig Gramm draufrechnen. Kann noch ein bisschen mehr zu sich nehmen, sollte er auch. Weil es eben wichtig ist. Es ist, wie gesagt, ein notwendiges Mineral im Körper, aber es ist auch extrem ungesund. Wenn jemand zum Beispiel jetzt 3, 5, weiß nicht wie viel, es gibt, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ungefähr ab einer gewissen Summe Salz, weiß ich wie viel Gramm es ungefähr sind, ist ein paar gehäufte Esslöffel. Wenn ihr die direkt zu euch nehmen würdet, erstmal würdet ihr kotzen oder was auch immer, aber ihr würdet sterben. Salz wird auch in Verbindung gebracht mit Dickdarmkrebs. Ist krebsförderlich, es ist einfach nicht gesund. Jeder Arzt würde euch sagen, man sollte auf nichts Salz streuen, lasst es auch immer auf die Lebensmittel schauen, wie viel Salz da drin ist, weil diese ganzen verarbeiteten Produkte, da ist eben viel Salz drin, das ist ja eben ein Geschmacksstoff, viele Leute, oh, Salz ist sehr, sehr lecker und so weiter, die salzen das Ganze dann auch richtig deftig, das ist eben sehr ungesund. Eins von 10.000 Mitteln in Fertigprodukten, das eben sehr ungesund ist. Und dazu möchte ich jetzt nochmal sagen, zu Salz, ich esse kein Salz. Ich esse eben, das Salz ist einfach auch natürlich in manchen Lebensmitteln enthalten und das reicht auch dicke, ja. Das reicht auch wirklich dicke. Also ich streue auf gar nichts Salz. Es sei denn, ihr wisst, ihr habt eine sehr kaliumlastige Ernährung zum Beispiel. Das ist aber auch schwer herauszufinden für den normalen Otto da draußen. Dann solltet ihr vielleicht ganz, ganz minimal zum Salzstreuer greifen. Wie gesagt, Karl nimmt 5 Gramm Salz noch dazu als Balance, damit der Wasserhaushalt geregelt wird, damit eben nicht zu viel Kalium drin ist. Das ist ja auch immer schlecht, soll ja immer im Verhältnis stehen zueinander. Daher lasst die Finger vom Salz bitte. Es sieht scheiße aus, wenn ihr Muskelaufbau betreibt. Das nimmt euch die Definition. Wer kein Salz isst, der sieht viel besser aus. Der ist nicht so wässrig, der Muskel zieht kein Wasser und ist nicht so aufgedunsen, ja. Die andere Sache ist jetzt hier noch, Salz ist extrem ungesund, also in diesen Mengen, in den großen Mengen, in den Mengen, in denen wir es verzehren normalerweise. Und ihr habt es eigentlich in jedem Lebensmittel drin, sprich, ihr könnt bewusst darauf verzichten, auf Lebensmittel Salz zu streuen, ja. Und ihr werdet trotzdem auf euer Salzbedarf wird gedeckt sein. Das Schlechte daran ist, was ich jetzt zum Beispiel merke, wenn ich bewusst kein Salz esse, ist, dass mein Durstgefühl, das ist schlecht, mein Durstgefühl setzt aus an manchen Stellen. Ich habe manchmal jetzt, ich muss jetzt immer daran denken, dass ich trinke, ja. Trinken. Trinken, ja. Hier, oft morgens trinke ich den Dog, jetzt ist Abend, will ja nicht hier durch den Energy Drink dann die ganze Nacht wach bleiben, weil der haut schon ordentlich rein, ist auch 100% natürlich, ja. Auch da gute Sachen drin. Und was mir auch ganz wichtig war, hier ist ganz, ganz wenig Salz drin. Ja, das könnt ihr sehen. Hier, warte, Moment. Hier ist irgendwo Natrium und dann 0,02. Ja.
Bei mir auf der Kamera wird spiegelverkehrt angezeigt, aber ich kann es hier mal vorlesen. Natrium unter 0,02 Gramm. Das ist ein fantastischer Wert. Das ist sehr wichtig. Daher den Drink kann ich echt empfehlen. Habe ich auch schon gesagt. Das ist mein quasi Sponsor, der Dog. Ja, bekomme dann dieses Getränk. Oh, außerordentlich, ja, vom Training. Hilft mir echt. Vor allem, weil ich darauf großen Wert lege, dass alles natürlich ist. Also in diesem Sinne auch kein Supplement, dieses Getränk. Auch in der Beschreibung findet ihr dann Links, wie ihr den Drink, wo ihr den Drink kaufen könnt und auch meine Rabattgutscheine. Wenn ihr die eingibt, dann bekommt ihr den Drink billiger. Und dieses Durstgefühl, das setzt bei mir eben einfach aus. Und dann ist es halt auch die Frage, ihr müsst dann nachdenken und so weiter. Und ich muss halt echt immer gucken, auch gesundheitlich ist es gut, wie wenig Salz ich konsumiere. Vor allem, weil es halt, es sieht aber auch, macht einen riesen Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute Salz essen würde, man würde es morgen sehen. Wenn ich jetzt eine Pizza essen würde, abgesehen vom Fett, also quasi auf meine Kalorien komme, was anderes wegnehmen, aber würde wegen dem Salz sehen, ich sehe aufgedunsen aus, ich sehe schlecht aus. Ansonsten noch eine Sache, die für die Leute, die sagen, Salz, bla bla bla. Es gibt eine wissenschaftliche Studie, okay, die habe ich mir reingezogen. Ich muss jetzt nicht den ganzen Hintergrund erklären, aber es wurde bewiesen, dass der Mensch, der 2 Wochen lang quasi komplett auf Salz verzichtet, zusätzlich sich daran gewöhnt und dann sogar den Geschmack von Salz. Die meisten Leute haben dann auf Salz empfindlich reagiert und wollten kein Salz mehr haben von selber. Es hat ihnen nicht mehr geschmeckt. Und so geht es mir jetzt auch. Ich merke, wenn jemand was salzt. Ich merke das direkt. Ganz, ganz leicht oder so ist noch okay, das kann ich noch essen. Aber wenn jemand krass was salzt, dann brennt es in meinem Mund. Also wirklich. Es brennt in meinem Mund, ich fühle mich unwohl, es schmeckt mir nicht. Und es ist fantastisch. Das Ungesunde schmeckt mir nicht. Und ihr dürft euch eben nicht dafür leiten, dass von der Lebensmittelindustrie, die euch immer nur Scheiße unterjubeln will, ja, entscheidet euch mal bewusst für die guten Sachen. Bitte. Meine Bitte an dieser Stelle, ihr tut eurem Körper gut, ihr seht besser aus dadurch. Also mit dem Salz, geht damit bewusster um, salzt keine Sachen mehr, ihr werdet besser aussehen. Euer Leben wird es euch danken. Schreibt mir in die Kommentare, konnte ich vielleicht jemanden überzeugen oder hat mich jemand überrascht mit der ganzen Salzgeschichte? Jetzt wisst ihr, was für eine wichtige Geschichte das mit dem Salz ist, wie wichtig es, was für einen riesen Unterschied es machen kann. Schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, ich konnte ein paar Leute dazu bringen, Salz aus ihrer Ernährung zu streichen, beziehungsweise, dass sie nicht mehr ihre Sachen salzen und keine Fertigprodukte essen mit tonnenweise Salz. Bis dahin, Leute, wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Jo, Leute, ich bin auf dem Weg ins Training. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht so der große Freund von Supplements, beziehungsweise brauche ich sie noch nicht, aber ich habe was gefunden, was 100% Natur ist. Von einem Arzt entwickelt. Ich selber will ja auch Medizin studieren. Haben das Ganze mal durchgelesen, auch die Inhaltsstoffe. Also versichere ich euch, 100% Natur. Und das Allerbeste ist, es hat nur 19,9 Kalorien. Ja, das ist gar nichts. Also man kann unbesorgt jeden Tag eins davon trinken. Das habe ich jetzt auch langsam angefangen.